Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Schwarz Edition 2. Wir erreichen die Traumbrache und werden bereits von Latios begrüßt. Aber letztlich hat es dann doch keinen Bock auf uns. Warum? Latios! Hey, wo willst du hin? Warte doch! Wir sollten es verfolgen. Aber erstmal hole ich den Pokéball dort unten. Das ist ein Mondstein! Wo bist du denn hin, Latios? Irgendwo dort links. Am besten direkt mal den Baum zerschneiden und dann schauen wir uns hier mal genauer um. Na, was soll das denn? Du wirst mich wohl verarschen. Das finde ich aber nicht gut. Was zum Teufel? Ich dachte, ich noch den Schutz an. Warum nicht? Gibt's doch nicht. Von Nervensägen wie ihm soll mich das nämlich schon schützen. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe immer noch niemandem Fokusstoß beigebracht. Das sollte ich dann doch mal tun, wenn ich es doch schon so lange suche. Traumfresser findet man hier. Ja, nicht schlecht, also kann man durchaus gebrauchen, ne? Finde ich eine coole Attacke eigentlich. Da ist er schon wieder. Mann, jetzt bleib doch mal stehen. Du bist ja ein Scherzkeks. Alter. Ich werf dir gleich einen Stein auf den Kopf. Ah. Aber so schnell wie er ist, wird er sowieso immer wieder flüchten. Und dort unten haben wir noch was vergessen. Mal schnell holen. Ein Sonderbonbon. Cool. Cool, 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 cool. So, wo bist du jetzt? Bist du irgendwo nach rechts geflogen? Da ist er! Und jetzt greift er an! Oh. Anmutig. Aber hoffentlich auch chancenlos. Erstmal abchecken mit dem Flottball. Hatte erst letztens wieder geklappt, ne? Bei Vesprit, glaube ich, war's. Und es wäre nicht schlecht, wenn es auch bei ihm klappen würde, weil ich denke, dass er Genesung drauf hat. Ja, 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 komm, 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 komm! Nein! Das wäre fast zweimal in Folge gewesen. Shit! Donnerwelle. Auch möglich, dass er eine Attacke drauf hat, die dann die Donnerwelle wieder heilen kann. Stark ist er auf jeden Fall. Ist nicht gut. Mit zwei Attacken könnte er mich schon down kriegen. Das kann es doch nicht sein. Ja, er darf nicht angreifen. Das ist sehr produktiv. Weiter KP senken. Das muss unser Ansatz sein. Ja, yeah, wieder paralysiert. Und weiter, 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 weiter. Im Hintergrund ist es gar nicht so wirklich dunkel. Aber es ist 9 Uhr, zumindest im Spiel. Ich habe die Zeit ein bisschen vorausgedreht. Damit ich das Pokémon auch fangen kann. Jetzt darf er wieder. Glaube ich. Nicht ganz, nein. Also nochmal Superzahn. Ich werde jetzt alles ausschöpfen, wenn wirklich jetzt auch wechseln. Okay, geht sogar. Lacker. Dann stellen wir mal den Yoshi hin. Vielleicht können die ja so kommunizieren zwischen Legi und Legi. Wobei, dann wird Viridium ihm sagen... Ey, der benutzt mich nur für Zerschneider. Kommt nicht zu ihm. Hoffentlich legt Viridium doch ein gutes Wort für mich ein. Nee, anscheinend hat er ihm genau das gesagt, was ich befürchtet hatte. Oh. Jetzt will er hier noch zeigen, wer der Boss ist. Was hast denn du eigentlich für Attacken? Ah, braucht's nicht. Aber es ist definitiv dunkel, ne? Auch wenn es nicht so aussieht. Ist vielleicht nicht tiefste Nacht, aber schon so dunkel, dass der Finsterball funktioniert. Aber bisher sieht es tatsächlich nicht so aus und... Scheiße, habe ich gerade richtig gesehen, dass ich nur 16 Bälle hatte. Ich habe die letzte Zeit nicht aufgefüllt.
Nee, 45. Okay, das sollte reichen. Ich habe nämlich vor kurzem... ja, ist gar nicht vor kurzem gewesen, sondern schon länger her. 100 oder so gekauft. Die haben wir eben mit der Zeit verbraucht, aber es ist immerhin noch eine gute Menge da. Also für dich sollte es doch allemal reichen, Latias. Und vielleicht habe ich dich ja jetzt auf einmal schon erwischt. Ja! Das war jetzt gerade so ein schüchterner Shy Guy. Und das Lustige daran ist, dass der Shy Guy schüchterner Guy auch heißt. Schüchterner Typ. Doppelt gemunkelt, schüchter, schüchter. Versteht ihr? Nein. Ja, wieder Name. Jetzt habe ich wieder das gleiche Problem, dass ich mir nie davor Gedanken mache. Was für ein Idiot ich doch bin. Doch bin. Ja, wer... Ich gebe ihm mal den Namen eines amerikanischen YouTubers, den ich mag, der mich mag und der sehr viel Gaming-Musik hat. Bei dem könnt ihr mal vorbeischauen. Und zwar in hoher Qualität. Ah, es passt nicht ganz rein. Dann schreibt den eigentlich mit zwei N, aber ich muss es jetzt mit einem machen. Gilversana! Der macht epische Gaming-Musik. Oh, irgendwie kann ich gerade nicht sprechen. Gaming-Musik! So. Und wir finden Seelentau. Ein episches Item. Dafür musste man in den früheren Editionen sich derbe den Arsch aufreißen. Und jetzt kriegt man es einfach so. Tja, vieles hat sich mit der Zeit geändert. Verstärkt Spezialangriff und Spezialverteidigung von Latias und Latios. Um incredible 50%. Ja, also die beiden sind absolut overpowered mit dem Item. So ist es. Was gibt's denn hier unten noch? Sind da noch ein paar Trainer wie früher oder ist das jetzt hier einfach nur noch eine Assi-Hütte? Ja, sind schon noch ein paar Leute da. Viele Psycho-Pokémon nehme ich an. Daher Zoroark. Spiel doch mal ein bisschen hier. Ach nee, das sind diese Flüchter. Stimmt, die muss man ansprechen, kurz bevor sie sich umdrehen. Das nervt total. Die wollen gar nicht kämpfen. Hatte ich gedacht, vielleicht sind sie so schwach. Aber nee, eigentlich gibt es keinen Grund zu flüchten. Fokusstoß sollte ich ja eigentlich zur Ruhe beibringen. Wird wahrscheinlich auch so sein. Also besser als Schnarcher ist es allemal. Das wäre dann aber auch nur so eine Ausweichattacke, weil ich ja normalerweise für Kampfattacken Metagross nutze. Der ist aber aktuell gar nicht im Team. Jedoch nur kurz, weil ich halt Zerschneider gebraucht habe und jetzt hier noch einen Enteron dabei habe. Wegen eventuellen Stärkesteinen. Und es gibt auch mindestens einen. Also war die Entscheidung... Enteron mitzunehmen, gar nicht falsch. Da ist ein zerbrochener Tisch, kann ich da drüber laufen? Dem auch so einen epischen Ruf. Schnapp sie dir! Interessant. Aber vom Tod retten wird es das Nebulak auch nicht. Wäre es ein Gengar oder so, ja. Aber so doch nicht. Oh, das ist schon ein bisschen spezieller. Das Pokémon. Da darf unser Drache wieder. Findet ihr eigentlich auch, dass die meisten neueren Drachen-Pokémon gar nicht so wirklich wie... Drachen ausschauen. Und eigentlich wollte ich Erdbeben einsetzen und nicht Doppelhieb. Ich Trottel! Also ich finde zum Beispiel Slaveon sieht eher aus wie ein Käfer-Pokémon oder Käferboden, wenn man so will. Aber Drache eigentlich überhaupt nicht. Jetzt dieses Chardrax oder wie das heißt, das ist ein Drache. Das sieht schon eher aus wie ein Drache. Auch Trikefalo würde ich jetzt nicht unbedingt als Drachen werten.
Auch wenn man es natürlich schon erschließen kann, aber es ist halt ein bisschen ausgefallener als, sage ich jetzt mal, ein Glurak, den man ja sofort ansieht. Das Lustige ist halt nur, dass er keinen Drachentyp hat. Weil es ja... Ja, warum eigentlich? Ich verstehe es bis heute nicht. Wahrscheinlich wissen es die Entwickler nicht mal selbst. Für mich war es immer ein Drachen-Pokémon. Also ich habe, als ich Giddy war, immer Glurak genommen. Vielleicht hat sich das bis heute auch so eingebrannt, weil ich nehme seitdem immer den Feuerstarter, wenn ich ein neues Pokémon-Spiel kaufe. Ja, weiß nicht, also ich war zwar nie so ein Mega-Drachen-Fan, aber ich fand den einfach cool. Feuerspeiender Drache, schlicht, aber ist geil. Und als Kitty checkst du das ja sowieso nicht mit den ganzen Typen. Trotzdem, ich bin schon immer davon ausgegangen und dann sagt mir dann einer irgendwann mal, der ist Feuerdrache. Feuerflug. Und ich bin vehement dagegen gewesen und irgendwann gab es dann aber halt die scheiß Bestätigung im Pokédex und dann ist schon so eine kleine Welt zerbrochen. Geht's bestimmt einigen von euch auch so. Ach ja. Aber stattdessen machen sie einen Garados als Drachen-Pokémon. Ja, ist klar. Muss man ja nicht verstehen. Oder? Warte mal. Was laber ich für eine Scheiße? Quatsch! Der war ja genauso ein Opfer. Der konnte Drachenattacken, aber ist ja keins, sondern Wasserflug. Und auf Flug kommt man ja auch nicht, weil das Blödsinn ist. Aber es ist so. Jetzt habe ich mich gerade voll vertan, sorry, aber ich habe es wenigstens noch gecheckt. Das hätte mich in den Kommentaren übelst geflamed. Ja, das war auch so ein Opfer. Es gab mehrere so Opfer. Deswegen komme ich da jetzt auch so durcheinander. Schon echt komisch. So. Ja, unser Zoroark kann sich ja hier schon austoben. Viele EP mitnehmen. Finsteraura spammen. Oh, das tut den Ohren weh. Dieser Ruf. Hilfe! Sie alle down? Habe ich dich schon besiegt? Nein. Aber ich glaube, sie ist die letzte. Und dann geht sie wieder nach oben. Den alten Editionen hat man dann da diesen Detektiven getroffen, dem man auch in Platin begegnete. Weil man musste ja dann am Ende von Schwarz und Weiß 1 die sieben Weißen ausfindig machen. Die wurden dann in den Knast gebracht. Ja, aber jetzt ist eigentlich tote Hose. Also nach der Pokémon-Liga ist ja eigentlich gar nichts mehr passiert. Dann hätte sich da schon noch irgendwas ausdenken können, finde ich. Anstatt nur zu sagen, ja, da hast du jetzt noch ein gutes Viertel von Routen nicht gesehen. Geh mal da lang und kämpf gegen die Trainer. Find ein, zwei Legis und das war's. Das finde ich eigentlich schwach gelöst. Oder kommt da jetzt noch was? Wenn, habe ich es vergessen, aber trotzdem wäre das lame. Da steht ja auch noch einer. Muss ja nicht irgendwie was sein mit dem Weisen oder dem Plasma. Gut, eins hat man gemacht im ewigen Wald, ne? Kurz. Und das war's. Man hätte ja auch mal ein altes Team zurückbringen können. Vielleicht so einen kleinen Zusammenschluss von Team Rocket wieder oder so. Weiß ja nicht. Spukball hat in Ernst nicht Knilz besiegt. Oh man. Das muss auch weg. Eigentlich passt Zoroark gar nicht in mein Team rein. Ich habe es auch nur wegen Zuschauerwunsch reingenommen, aber von den Attacken her, ich kann ihm nichts geben, weil Flammenwurf ist normalerweise eine Attacke, die er halt hat, aber es ist Bullshit, weil Juli ist dafür verantwortlich. Dann Fokusstoß werde ich machen, aber ist auch nicht so hundertprozentig mein Wille, weil wie gesagt, dafür ist dann wiederum Meter groß da. Und alles andere ist eigentlich nicht so effektiv.
Finst Aura ist klar, aber alles andere passt nicht so rein. Die Truhenträne gefällt mir noch. Geht auch nicht jeder drin, denke ich mal. Aber die gefällt mir. Auch wenn ich sie nur selten nutze, wenn halt wirklich ein mega starker Gegner da ist. Mit einer Hammer-Spezialverteidigung. Dann ja. Sonst nicht. Ja, also hier ist tatsächlich Tote Rose. Zwei Trainer noch. Und dann wird es das gewesen sein. Wir werden in diesem Part aber auch noch zur allerersten Stadt reisen, in der man in der vorherigen Edition gestartet ist. Und dann sind wir eigentlich schon fast fertig mit der, in Anführungsstrichen, Story. Also wir haben halt dann alles bereist, alles gesehen, alles besiegt. Dann geht es nur noch an die Spezialschose, wie gegen Cynthia kämpfen, letzten Legis, Zamp Glauben, Schwarze Stadt und so. Das ist jetzt Part 68, glaube ich. Ja, wir könnten es schaffen, das LP bei 75 zu beenden. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Kommt ja noch ein bisschen was. Chromas, Finale, N, gibt's auch noch Jahreszeiten-Fights. Und dann mal schauen, was ich noch mache vom Tournament und so. Aber das ist nur Glückssache, deswegen habe ich da nicht wirklich Bock. Achso, oh, die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich sehe das Item, denke mir, hole ich mir mal. Und dann steht da dieses Girl und sagt, ja, das ist meins. Und kommt mir dann mit dem. Ey, komm, wenn der Spukball den nicht besiegt, ja. Achso, lol, lol, wie schwer. Wir werden jetzt eine Geisterattacke gegen normal einsetzen. Oh Gott. Also wenn hier irgendwelche Verantwortlichen hinter mir säßen, die würden mich sofort rausschleppen und ersetzen. So was Dämliches. Nö. Wie im letzten Part, die Schoße mit dem Zoroark und Psycho-Kampf-Pokémon. Ist zwar schon richtig, dass Zoroark Psycho killen kann, aber Kampf halt nicht. Yay, zurückgeschreckt, super. Schaden genommen. Boah, 5000, Alter. Nice, Viviet. Vielen Dank. TM bestimmt. Bestimmt TM. Nein! Ach so, düster Umhang. Für Zwirrfinst. Gut, gut. Achso, ja, ja, genau. TM gibt es dort unten noch. Erstmal den Stein rein, damit wir dann abhauen können. Da unten ist noch eine TM. Was sagt mir, dass es Psychokinese war in den ersten Editionen, aber hä? Doch nicht? Okay. Dann nicht. Lass mal so stehen. Und von dir kriegt man doch auch noch irgendwas, oder nicht? Genau, ein Finsterball! Haben wir aber genug. Von daher hätte das nicht sein müssen. Ich tausche mal die zwei Lappen gegen meine Shaker aus und dann reisen wir zur ersten Stadt. Wo seid ihr denn? Shaker! Shaker! Ah, hier ist einer. Und hier. Genau. Da werden jetzt Trainer sein. Zwei, drei Stück. Die sind neu. Können wir auch mal gegen kämpfen. Pokécenter heilen hatte ich jetzt keinen Bock. Ich bin in Eile. Bist du schon ein Trainer? Ja. Dann zeig mal, was du kannst. Aber man muss nicht gegen sie kämpfen, denke ich mal. Man kann auch außenrum gehen, wenn man ein Schisser ist. Aber warum sollte man das tun? Oh, fünf Pokémon. Bitte keine Noobs, bitte keine Noobs. Aha, interessant. Ist jetzt zwar schon ein Noob, aber ich hatte da eher an Horn Leo gedacht. Und das geht schon in Ordnung, dass dann Bibor ist. Dun, 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 dun.
gibt, denke ich, auch keine schlechten EP. Zurückgeschreckt. Oh. Oh ja. 4, 5, 4, 6. Was? Das ist schon was. Ja, wenn es so Käfer Pokémon sind, dann Juli, komm mal und töte. Lustig ist nur, dass ich jetzt trotzdem mit Psychokinese angreife. What the hell? Dieser Käfer steckt's weg? Die haben mich auch richtig aufgeregt in der dritten Generation. Ich glaube, Illumise war so scheiße schwer zu finden. Ich habe echt lang gesucht. Auf der Route links von Malvenfroh City, wenn es so heißt. Mit dem Orden von dem alten Typ, dem Elektroorden. Genau. Da links war das irgendwo. Wiederum kam dann so eine kleine unnötige Stadt, die nur so einen Pokémon-Wettbewerb und eine lächerliche Höhle hatte, die mich dann wiederum zu den Anfangsrouten zurückbrachte. Ich denke, da wo Team Aqua Schrägstrich Magma das Wingull geführt hat. Ist das richtig? Ach Gott, ich hätte schon wieder Bock auf Höhlenregionen. Aber ich warte ja immer noch aufs Remake, weil ich mir echt sicher bin, dass sie da alles rausbringen. Und wenn ich dann jetzt hier das normale Rubin, Saphir, Smaragd spiele und dann kurz darauf angekündigt wird, ja, wir machen ein Remake, dann wird keiner mehr Bock drauf haben. Deswegen warten wir erstmal ein bisschen ab. Ich suche nach einem Instrument, das wie für mich maßgeschneidert ist. Anschaue dir das kurz. Der kleine Instrument sollte beim Publikum für offene Münder sorgen. Ein bisschen wie ein Pokémon mit der Fähigkeit Felskern, die sehr effektive Angriffe des Gegners abschwächt. Hast du so ein Pokémon dabei? Wenn ja, dann musst du es mir unbedingt zeigen. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du willst. Ich muss ja auch zugeben, dass mein Bock auf die fünfte Generation natürlich auch immer mehr geschmälert wurde, weil wir das halt jetzt viermal hintereinander gespielt haben. Das ist halt echt eine ungünstige Situation gewesen. Mit Schwarz-Weiß und dann die Fortsetzungen. Das hat ja keiner ahnen können. Oh, jetzt habe ich schon wieder keinen scheiß Zerschneider hier dabei in dem Laden. Verdammt nochmal. Ist mir jetzt auch egal. Zeige ich dann beim nächsten Mal, was da beim Baum gewesen wäre. Und wir müssen dann später eh dort links einschlagen. Da geht es dann, oh Gott, tschüss. Da geht es dann zu dem Chromas-Finale. Wollte ich fast schon wieder Spukball einsetzen, weil mir die AP von Finsteraura langsam ja, dem Ende zugehen. Aber das würde ja nicht gehen. Ach Gott, was ist denn das für ein Scheiß hier? Was will ich denn mit solchen Lappen? Das ist jetzt selbst Zoroark zu doof. Wisst ihr, was das Behindertste ist? Wir werden jetzt in unsere Anfangsstadt von Professor Eberhard Esche die erste Angel bekommen. Die super Angel. Die anderen gibt's glaube ich gar nicht, oder? Und wenn doch, dann bringen sie ja nicht viel. Man braucht ja die super Angel, um gescheite Wasser-Pokémon zu fangen. Warum macht man das denn bitte schon, dass man die super Angel am Ende des Spiels bekommt? Das ist doch scheiße! Gibt schon so einen kleinen Wasser-Pokémon-Mangel, finde ich. Also gescheit vor allem. Trotzdem muss man sagen, dass man sich in Schwarz und Weiß 2 echt gute Teams zusammenstellen kann. Also da haben sie dann doch gute Arbeit geleistet. Am Anfang wird's zwar schnell kritisch, aber dann später kommen noch viele geile hinzu. Das gab es in keiner Edition zuvor so gut gelöst.
haben wir ja auch schon in White 2 gesagt, dass uns das sehr gefällt. Und warum greifst du mich an? Ist der scheiß Shot schon wieder aus und ich hab's nicht gecheckt oder was? Das Nachfragen des Schutzes ist eine Sache, die längst überfällig war. Sehr gut, dass es das gibt. Oh, ich habe nur noch 13. Scheiße. Brauche ich neues Zeugs. Oh, hier sind doch mehr drin, als ich vermutet hatte. Hoffentlich bist du der Letzte. Deiner Kalmund ist es. Ach ja, Reini. Aber 71. Wieso ist denn der jetzt höher gelevelt als die anderen? Nimm mal die mit dem schwarzen Kittel. Das sind die stärksten irgendwie. Oh je. Oh je. Das geht. Nein, was machst du? Spuck mal doch nicht! Super, jetzt bist du selbst schuld. Hä? Wieso hat der Hitlerpumpe drauf? Ist doch ein Käfer. Das ist eine Überraschung. Maskerät. Hitlerpumpe. Wie geht das denn? Level 72! Magnetzone, ja gut, dass ich auf Julie gewechselt habe. Dieses Viech wird direkt verbrannt. Oh, noch 2 AP, es muss treffen, aber es trifft sowieso immer. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich diese Edition wirklich Glück mit den Attacken, die nicht so hohe Trefferchance haben. Leider kann man kein Glück haben bezüglich der Fähigkeit. Ah. Ja, genau, du feige Sau, ey. Du bist eine Schande. Auf so einen Kill auch noch stolz sein. Kann ja nicht angehen. Ja, was packt denn der jetzt hier aus? Immerhin kein Dragoran. Hat er sich jetzt abgeregt? Nee, noch nicht. Lamus kommt. Aber er ist nicht so schlimm wie der Typ in der Grundwassersenke. Da hat er ja nochmal ein Stück weit größere Probleme im Kopf. Ach, das kann ja dauern hier. Ach, schade. Dann schaffen wir es leider in diesem Part auf keinen Fall mehr, unsere Anfangsstadt anzuschauen. Und gut, packen wir das in den nächsten und gehen dann ein legendäres Pokémon fangen. Ich weiß noch nicht welches. Muss man mal schauen, welche noch übrig sind. Und suchen nach dem Acromas-Finale. Ja, wir sind noch nicht ganz durch. Okay, dann bis dann.